Ernstes war es jetzt nicht ganz. Wir wollten ja noch beim TM-Mensch hier vorbeischauen. Mal gucken, was er so hat. Sonntag. Regentanz. Das ist Schaufler. Schaufler nehmen wir auf jeden Fall mit. Das bringen wir Dickdri bei. Machen Matschbombe dafür weg. Altfalsch. Und jetzt können wir zurück zur Sivskop. Und weiter gucken, dass wir in den 11. Stock kommen. Und so viele Items wie möglich natürlich mitnehmen. Und Kämpfe. Ganz wichtig, weil ein Kampf gegen Gary müsste auf jeden Fall noch anstehen. In der Sivskop. Und dann haben wir ja noch den Kampf gegen Giovanni. Also die zwei Kämpfe sind safe. Oder sollten die zumindest. Und vor Giovanni hast du eigentlich noch mal zwei, drei Rüpel gehabt oder in der gelben Edition waren es Jesse und James. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch ein paar Türen, die wir noch öffnen können. Waren wir unten schon? Ah, da ist auch ein Item. Item. Ein Hypertrank. Hypertränke nehmen wir doch gerne mit. Oh. Sollten Dickdri holen. Er hat jetzt nicht ernsthaft. Er hat. Das schafft Tauboga. Mein Handy geht gerade ein bisschen ab. Ich versuche gerade wieder ein bisschen vorzuproduzieren, weil wir haben Sonntag. Das ist jetzt nur so eine Randmitteilung. Wir haben Sonntag. Eine Freundin von mir zieht um. Ich habe ihr gestern schon geholfen. Und will ihr heute natürlich auch wieder helfen. Deswegen versuche ich gerade ein bisschen vorzuproduzieren, dass ich unter der Woche nicht mehr so viel machen muss. Weil ich muss ja auch arbeiten. Oh ja, das müssten die Betten sein, in denen ich mich heilen kann. Ich habe sie gefunden. Herrlich. Wo sind wir? Walt? Hallo, wir laufen hier nur rum. Lasst euch nicht stören. Wir laufen hier nur rum. Wir sind nur, wie heißt das? Leute, die herumlaufen. Larry. Wir sind nur Besucher. Wir machen nichts. Wenn hier das warme Bett ist.
Wir machen hier nur eine Führung. Dann hast du, glaube ich, hier rauf müssen. Ja, wir sind bei Gary. Und wir sind so tot. Und dann müssen wir zu dem Mensch kommen, der uns Labras gibt. Are you kidding me? Dem sein Bisa-Floor ist nicht einfach mal gerade 40. Er hat einfach mal einen Bisa-Floor auf 40. Alter. Er hat mir gerade meine eigenen Spucke verschluckt. Entschuldigung. Ich bin schockiert. Er hat einfach mal Bisa-Floor auf Level 40. Das ist nicht sein Ernst. Bisa-Floor auf Level 40, Gyarados auf Level 38. Was kommt als nächstes? Ich meine, wir haben einen Panzerschrank. Ja, einen Panzerschrank. Aber er hat ein Gyarados. Auf Level 38. Was hat mich bitte gebissen, um zu denken, wir haben eine Chance gegen Gary, wenn wir noch nicht mal den fünften Orden haben? Ich meine, ich bin voll von Schnakenstichen und sie schwellen bei mir alle so super toll an, als ich sehe. Außer als hätte ich keine Ahnung, was für ein Ausschlag. Aber wenn das der Grund ist, dass ich gedacht habe, wir könnten ernsthaft gegen Gary gewinnen. Ich habe vergessen, wie hoch seine Pokémon gelevelt sind. Ich habe Hoffnung. Dass er vielleicht doch noch gewinnt. Aber er hat auch noch seinen Taubos. Finde ich nicht gut. Und sein Taubos ist schneller. Ja, wir konnten es immerhin vergiften. Sehr gut. Ein vergiftetes Pokémon ist immer gut. Oh Gott. Das wird uns so umbringen gleich. Oh, es setzt Wirbelwind ein. Es kann ja sowieso nur zwischen den zwei Pokémon hin und her wechseln. Ich bin so froh, dass es Stratini nicht angegriffen hat. Also mit einer Attacke, wo KP abzieht. Ja, aber mit Simsala bin ich auch nie einverstanden. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Das war nicht Panzerschrank.
Ja, wenn wir schneller sind. Sind schneller. Zum Glück habe ich Beleber gekauft. Zum Glück habe ich vorhin einmal nachgedacht, als wir shoppen waren. Fukano? Oh mein Gott. Ich glaube es nicht, dass wir es geschafft haben, gegen Gary zu gewinnen. Wenn Gary schon Pokémons auf Level 40 hat. Wie stark ist dann erst Giovanni? Wirklich, Leute, wie stark ist dann erst Giovanni? Ich will aber das Lapras. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich will noch mein Lapras. Ja, also Jesse, James, Giovanni. Kein Lapras? Wo ist mein Typi, der sagt, oh, du willst uns retten hier, du kriegst ein Lapras geschenkt. Finde ich nicht gut. Bin ich nicht mit einverstanden. So. Knocker. Stimmt, kn gegen Knocker, also als Teammitglied haben wir sonst auch noch nicht gekämpft. Wir haben ja einmal gegen Knocker gekämpft im Lavandia-Turm. Das war ja aber nur die Seele des Knockers. Ich weiß nicht, ob ich wirklich da rein will. Bin ich mir gerade wirklich unsicher. Meine, wir haben Beleber. Wir probieren es einfach. Jetzt sind wir schon da. Also, ich heile dann zuerst natürlich meine Pokémon. Danach kämpfen wir, aber ihr wisst, was ich meine. Der Nuttaboga und Retter? Ah. Wieder ein Tauboga.
Tauburga ist Level 34, nur noch zwei Level. Dann haben wir einen Tauboss. Dann haben wir schon bis auf Vulpix und Dratini alle komplett entwickelt. Wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob wir Vulpix vielleicht doch irgendwann gegen Fukano austauschen. Ich glaube, Fukano war stärker. Ich weiß es gerade nicht. Ich werde googeln. Ich würde aber sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Nein, wir machen noch zuerst die Box auf. TM3. Psychoschock, aber ich glaube, das kann keiner lernen. Das wäre ja super. Schade. So, ich würde jetzt sagen, ich mache an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.